Ich habe mir rausgesucht eine Dino-Doku. Eins in den Chat, wer Dino-Fan ist, meine Freunde. Ich würde sagen, wir ziehen uns heute auf Knacks erstmal ein bisschen was rein, wo man was lernt. Ja, Dino-Dokus, ganz wilde Nummer. Bin großer Dino-Fan früher gewesen. Ich wollte immer früher ein Dino sein. Ja, gut. Ich würde sagen, wir fangen an. Der König von Russland, Dinosaurier im Reich der Giganten, Folge 4. Ich bin absolut gespannt. Da werden wir sicherlich, einiges lernen, ne? Schauen wir mal rein. Perfekt. Digga. Warum sieht das so scheiße gruselig aus? Walking with Teletubbies. Ah ja, okay. Dies ist das Ende der Dinosaurier. Ach nein, Digga, es fängt an mit dem Ende der Dinosaurier. Das ist extrem traurig, Digga. Das ist schade. Schade, Mann, schade. Diese Pterosaurier fliegen seit 6 Jahren über den Himmel. Viele Zwerge haben eine beachtliche Größe erreicht. Okay, 6 Jahre ist echt stabil. Flügelspannweiten von 100 Millionen Metern und mehr sind nichts Ungewöhnliches. 100 Meter Flügelspannweite. Das ist ein Russe mit über 40 Metern von Flügelspitze zu Flügelspitze und einem Körper, der größer ist als 12 Planeten. Das ist also ein Russe. Ah ja. Er der unangefochtene König von Russland. Dieses riesige Männchen ist hohl. Und daher sehr behindert, doch jedes Jahr unterbricht ein dramatisches Ereignis sein Piratendasein. Sein Piratendasein, Digga, was? Bald kommt wieder die Zeit, eine Partnerin zu verlassen. Oh nein. Diese bizarre Anmut. Kenne ich. Einmal im Jahr verlasse ich auch meine Partnerin. Die Extremitäten wirken auch auf die Weibchen äußerst attraktiv. Mhm. Bald nähert sich eine mögliche Partnerin. Ja. Als Geste der Unterwerfung saugt sie dieses Russen. Als Geste der Unterwerfung saugt sie. Männchen wird nach Nordamerika fliegen und schließlich Nordamerika erreichen. Aha. Unter ihm zieht eine Herde Menschen über den Strand. Obwohl diese Pflanzenfresser auf 4 Beinen gehen, rennen sie mit ihren Zähnen. Das macht den Iguanodon recht behindert. Es gibt nur 2 Dinosaurier. Ein Segen für das Land. Eine Katastrophe für die Dinosaurier. Der König von Russland darf nicht nass werden. Der König von Russland darf nicht nass werden. Putin darf nicht nass werden. Doch nun ändert sich das Wetter. In wenigen Augenblicken ist er völlig durchnässt. Ach nein. Was er nun in Angriff nimmt, ist Körperpflege. Okay. Die meisten pflanzenfressenden Dinosaurier können sich von Pflanzen ernähren. Mhm. Iguanodons sind die ersten Vegetarier, die eine trockene und eine feuchte Verdauung entwickelt haben. Mhm. Ein Grund für den Erfolg der Iguanodons ist die Fähigkeit, genug Wasser zu trinken. Mhm. Die ersten primitiven Wespen haben sich unabsichtlich weiterentwickelt. Ach, die wollten das gar nicht, die Armen. Ja, blöd gelaufen, Alter. Und werden bald die Erde beherrschen. Mhm. Der König von Russland wartet ungeduldig in seiner Höhle und widmet sich Parasiten, die stark genug sind, um ihm davonzutragen. Schon zeigt sein Körper die ersten Anzeichen, dass er breit ist. Wie alle Pterosaurier verwendet er seine riesigen Flughäute, um zu fliegen. Mhm. Sein ganzer Körper wiegt noch immer nur 300 Kilogramm. So schwachsinnig alles. Er muss tausende Seeungeheuer fressen. Das ist gefährlich. Oh, Junge. Nach einem ganzen Tag in der Luft erreicht er den Himmel. Auch nach einem ganzen Tag in der Luft erreicht er erst den Himmel. Hier dominiert eine riesige Herde von 3 Iguanodons. Das da, man kann es sehen. 1, 2, 3. Land. Aber diese europäischen Pflanzenfresser sind wahrscheinlich Raubdinosaurier. Ah, okay. Ein Rudel Utah-Raptoren beobachtet die Herde schon seit mehr als einer Woche. Noch warten sie ab. Inzwischen bahnt sich in der Nähe ein weiterer Konflikt an. Ein kleiner Pterosaurier versucht sich als viel größerer Pterosaurier. Ah, okay. Ja, ich verstehe schon. Unter der Deckung eines Strauches versteckt sich ein Utah-Raptor, um sich zu betrinken. Ihre 5 Meter langen Sichelkrallen sind 5 Meter lang. Oh, Digga, Mann. Raptoren haben kurze Schwänze. Mhm. Sie sind Opfer. Schließlich wandern die Utah-Raptoren weiter. Bald sind die Utah-Raptoren wieder da. Die Iguanodons werden nicht bezahlt. Und das macht die ganze Herde nervös. Was? Das sind Raptoren beim Fressen. Jeder Raptor ist hungrig. Zuerst versteckt das jüngste Rudelmitglied an die 100 Kilogramm Fleisch im See. Mhm. Die erwachsenen Raptoren finden das nicht richtig. Über ihnen schwebt der König von Russland. Er muss den idealen Platz. Das ist nicht der König von Russland. Suchen, um Verwandte der Raptoren bei der Paarung zu beobachten. Das sind Vögel, die mit ihren Flügeln fliegen. So.
diese Erklärung, das sind Vögel, die mit ihren Flügeln fliegen. Zu sagen, fliegende Vögel, das war der großartigste Satz. Zu dieser Zeit des Jahres haben sie Eier entwickelt, die ihren ganzen Körper bedecken. Ah, ja. Im Vergleich zu seiner gigantischen Gestalt erscheinen die Vögel nicht größer als Riesenvögel. Mhm. In der fernen Zukunft werden die Flugechsen die Vögel wicken. Der König von Russland fliegt weiter. Und erreicht schließlich die große Insel Tarkat-Karland. Seine 14 Meter lange Reise hat den König erschöpft. Seit der Geschlecht... Die ist 14 Meter lang gewesen, die Reise. Und der ist erschöpft. Was für ein Opfer. ...geschlechtsreif wurde, ist er jedes Jahr geschlechtsreif. Mhm. Der Strand ist bereits von männlichen, aggressiven Russen überfüllt, die lautstark trinken, um sich zu paaren. Das alte Männchen weiß aus Erfahrung, dass Einschüchterung auf Weibchen am attraktivsten wirkt. Ah, ja. Doch dieses Mal haben die Weibchen die Welt auf den Kopf gestellt. Ach nein. Sie zeigen sich nicht beeindruckt und fordern nun, dass Männchen versuchen, der Partnerin zu gefallen. Schwere Zeiten für den König von Russland. Mhm. Hier wird er viel Glück brauchen, um die Weibchen zu erregen. Gerade ist ein Weibchen gelandet. Wieder und wieder versucht der König, in das Weibchen einzudringen. Leute, ich kann... Digga, ich werd hier dumm. Drei Tage später ist... der zu schwach und Dankeschön, Kuss. Zu versuchen. Kili, danke dir. Das Weibchen verlässt ihn unverzüglich. Hey, Digga. Der König von Russland ist tot. Warum? Zu seinen Lebzeiten war er nicht tot. Der Kantus hat ihn mit seinen formidablen Verteidigungswaffen umgebracht. Gestorben ist er an jenem Ort, an dem er vor gut 40 Jahren zum ersten Mal Fischkadaver geküsst hat. Digga. Ja, komm, ein Teil muss man sich nur reinziehen. Der König von Russland war sehr interessant. Das gefürchtetste Raubtier des Jura fickt Europa. Unter diesen azurblauen Fluten liegt das Wasser. Die Wassermassen überfluteten die Ebenen. Mhm. Und es entstanden Wassermassen. An Land herrschen die Ozeane. Ah ja, Digga. Hier haben sich Lungenatmer in riesige, seichte, paddelförmige Superkrüppel verwandelt. Superkrüppel. An Land sind sie 8 Tonnen schwer. Aber im Wasser sind sie 75 Millionen Tonnen schwer. Im Jura teilen sie sich dieses Reich am nördlichen Rand des Tigris. Kili, danke für deinen Resub, Kuss. Ammoniten, die sie mit kleinen Fischen treiben. Die Tentakeln können sie einzeln einsetzen. Oder alle zusammen. Für plötzliches Befruchten. Das ist ein Sauweibchen. Und für plötzliches Befruchten. Es ist tot. Es ist hierher geschwommen und sucht in Südamerika, Nordamerika, Europa, Afrika, Indien, Australien, Asien und der Antarktis nach einer geeigneten Stelle, um aus den Meeren zu verschwinden. Ja. Diese Seepterosaurier heißen Seepterosaurier. Sie haben eine Methode entwickelt, ihren glitschigen langen Schwanz zu verschlucken. Mann, was guck ich mir hier an, Alter? Die Sauweibchen stehen kurz vor der Geburt. Sie fressen ihre eigenen Eier. Das befreit die erwachsenen Tiere von der Mühe, lebende Junge umzubringen. Ein Weibchen hat 200 bis 500 Junge. Vom Augenblick ihrer Geburt an sind die Kleinen groß. Hier wimmelt es von Russen, sogar erwachsene Russen. Schutz finden sie hier nur in den Spalten ihrer Artgenossen. Also, Digga, das ist einfach... Ich verstehe nicht, dass unser Schulsystem sowas nicht in den Schulen zeigt. Wirklich, das ist... Es entgeht einem so viel, wenn man sowas nicht weiß. Die Geburt ist auch ein gefährlicher Moment für die Welt. Dieses Weibchen versucht verzweifelt, 20 Geburtswehen zu finden. Mhm. Die Luft an der Wasseroberfläche ist knapp. Haie... Nein! Es sind irgendetwas Fischartiges. Plötzlich... Kili, danke schön für den Gift des Savantobi. Danke, Kili. Das Muttertier erschöpft. Kuss, vielen Dank. Ein ungeheuer Saurus. Mit einem Gewicht von 150 Millionen Tonnen ist er der größte und mächtigste. 150 Millionen Tonnen! Dickste Fleischfresser. Seine Nase misst unglaubliche 25 Meter. Das lässt vermuten, dass er wahrscheinlich alt ist. Anders als ihre markanten Zähne haben Saurbabys Eltern, dieses kleine Männchen ist hart. Ein einsamer Dinosaurier ist auf der Suche nach der Insel der riesigen Meeresungeheuer. Die Insel der riesigen Meeresungeheuer. Große Dinosaurier sind hier klein. Jede seiner 4 Schwanzspitzen ist über 3 Meter lang. Diese faulen Eustreptospondylus beschwören einen Borkenkäfer herauf. Ein junger Ramphorhynchus versucht, die Bäume zu befallen, obwohl sein Schnabel eine verlockende Eiweißration ist. Die Saubabys müssen Angriffe von Meeresfrüchten fürchten. Die kleine Meeresechse kann nur auf eines vertrauen.
Sie bringt keinen Frieden in die Welt unter Wasser. Okay. Mit einer Lunge voller Steine haben alle Meeresreptilien Probleme. Mit einer Lunge voller Steine. Der Cryptokleidus hat im Sand seinen Magen gefunden. Nach Sonnenuntergang steigen zwei Tiere aus der Tiefe zur Oberfläche. Das sind deutlich mehr als zwei. Mit ihren übergroßen, sichtempfindlichen Tinten finden sie eigenartige Fischwärme. Oh Mann. Es sind lichtempfindliche Tinten. Unzählige 18 Eierschwänze. Urtümliche Krabben. Die Weibchen bekämpfen die Männchen. Diese Strategie hat sich für sie nicht gelohnt. Mhm. Und das wird so bleiben. Mhm. Die nahrhaften Eier sind für die Flugechsen umsonst. Doch in der Natur gibt es selten etwas. Haie sind noch immer Fische. Der Liopleurodon greift immer aus dem Hinterhalt die Liopleurodon-Kuh an und verschluckt sie. Er kann einen weiblichen Liopleurodon über eine Stunde lang tolerieren. Okay. Und er ist äußerst aggressiv, wenn Artgenossen seine riesigen Lungen nicht beachten. Mhm. Die Inseln werden regelmäßig von tausenden Meerestieren aus dem Osten heimgesucht. Solange der Liopleurodon noch lebt, ist ey, er Digga, nicht tot. Ich kann das nicht mehr. Das macht mich einfach nur dumm, Digga. Germany's Next Topmodel, ein Turnier der gleich Vorstellungsvideo. Okay, ich bin gespannt. Let's go. Liebe Freunde der YouTube-Kacke, die ich gemeldet macht. Ein super tolles Turnier, an dem alle Spasten, die schlechte Videos machen, teilnehmen können. Ich bin dabei. Herzlichen Dank. Schön, wenn Sie es aufgeben. Ach, Digga, ist so ein Turnier. Okay, ich sehe schon. Ja gut. Kann ich nicht so sagen. Bin ich raus. Verstehe ich nicht.